Hallo und herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, das Thema, wenn die Grundanspannung steigt. Heute zu Folge 4 möchte ich Ihnen gerne 4 Tipps geben, was Sie für sich leisten können, um Ihre innere Grundanspannung deutlichst nach unten zu reduzieren. Ja, also bleiben Sie gespannt und bleiben Sie dran. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Ja, willkommen zurück zum Thema, wenn die innere Grundanspannung immer mehr steigt. Im ersten Teil haben wir uns mit der Biologie und Funktionsweise von Stress damit beschäftigt. Ja, und haben mal geschaut, welche Hormone und wie sieht so eine Stressreaktionskette im menschlichen Körper aus. Ja, im zweiten Teil ging es darum, welche Stressoren, also welche stressauslösenden Faktoren sind in mir möglich, und Sie sollten einmal für sich überprüfen, welche stressauslösenden Faktoren gibt es bei mir in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Privatleben. Ja, in Folge 3 haben Sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt, welche Stressarten und Stressformen es gibt, nämlich den Eustress und den Distress. Jetzt heute hier in Folge 4 kriegen Sie von mir 4 Tipps zur Verfügung gestellt, wie Sie Ihre innere Grundanspannung deutlich nach unten reduzieren können. Und hier möchte ich Ihnen gerne ein Modell vorstellen, und das Modell heißt das Ford-Modell. Ja, also es soll keine Schleichwerbung sein für ein Auto, aber das Ford-Modell lässt sich sehr gut merken, und hier kann man anhand der Buchstaben einiges für sich überprüfen und für sich auch möglich machen, um die Grundanspannung zu reduzieren. Ja, beim Ford-Modell gibt es den sogenannten ersten Buchstaben, und der erste Buchstabe ist das F. F meint das Wort Fitness. Und hier ist es sinnvoll, seine überschüssigen Hormone wie Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin und so weiter, durch körperliche Betätigung zu gebrauchen, sinnvoll zu gebrauchen. Die meisten Menschen haben in ihrem Berufsalltag überwiegend sitzende Tätigkeiten inne und erleben dennoch in sich eine deutliche Grundanspannung. Ja, durch körperliche Betätigung, durch Fitness kann man zunächst durch eine Anspannung im Verlauf eine Entspannung erzeugen. Fitness meint aber nicht, dass Sie in die Muckibude gehen müssen und Gewichte heben müssen vorm Spiegel, ne, stöhnen und schreien. Fitness reicht auch schon aus, wenn Sie nach der Arbeit eine halbe Stunde, bevor Sie reingehen und sich aufs Sofa bequem machen, sich bewegen und spazieren gehen. F steht für Fitness. Ja, das F ist für mich auch ein schwieriger Part. Da könnte ich mir mal an die eigene Nase fassen. Also ich habe ja überwiegend eine Bürotätigkeit und eine sitzende Tätigkeit. Und hier könnte ich auch für mich mal eine Menge herausholen, um mich mal insgesamt mehr zu bewegen. Ja, dann kommt das O im Ford-Modell. O bedeutet Organisation, Struktur und Planung. Und hier kann es sinnvoll sein, mal zu überprüfen, wie viel leiste ich eigentlich am Tag, und muss ich 150% leisten und reichen nicht vielleicht auch 80% aus? Ja, Struktur und Planung mal zu überlegen, ne, ritualisierte Arbeitsabläufe, Strukturen von Arbeitsabläufe mal überprüfen und hinterfragen und vielleicht mal schauen, ob es vielleicht hier durch eine kleine Umstellung auch Entlastung gibt. O für Organisation und Struktur. Hier sollten Sie natürlich aber auch einplanen, dass Sie sich genügend Pausenzeiten auch einplanen. Ne, also nicht nur durcharbeiten, sondern sich auch Ihre Pause gönnen. Ich verbinde mit dem O aber auch noch was anderes, nämlich das Wort Oasen. Ja, da frage ich mich, welche Oasen haben Sie? Welche Oasen haben Sie für sich geschaffen, um eben halt auch gesund bleiben zu können? Ja, nach dem O kommt das R. R steht für Ruhe. Und hier ist es sinnvoll, sich eine Methode zu überlegen, was kann ich für mich tun, um meinen Körper und auch meinen Geist in einen Ruhezustand zu bringen. Also eine gezielte Methode sich aussuchen, um eben halt seinen Körper
und seinen Geist in einen Ruhezustand zu bringen. Ja, und hier gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die man nutzen kann. Das Modewort derzeit ist das sogenannte Achtsamkeitstraining, achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Hier reicht aber auch Yoga zum Beispiel, autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder hypnotische Einheiten, Hypnosetherapie. Hier wird eine Menge angeboten, auch Selbsthypnose. Und hier werden auch oftmals kassenärztliche Leistungen übernommen als präventive Maßnahmen. Das heißt, die Krankenkassen bieten hier auch einiges an. Sie können sich mal erkundigen, was Ihre Krankenkasse so anbietet. Es gibt Apps zum Beispiel, wo man eben halt autogenes Training machen kann oder Meditationsübungen machen kann. Ja, und hier ist es eben halt sinnvoll, den Körper einmal am Tag für ca. 25 Minuten mal bewusst nach unten zu fahren, um auch hier wieder gewisse Hormone, die Stresshormone, wie wir sie in Folge 1 erlebt haben, zu reduzieren und eben halt auf ein physiologisches Niveau zu bekommen. Ja, und zum Schluss, mein vierter Tipp ist das D für Denken im Ford-Modell, F, O, R und D und am Ende ist das D und D meint Kognition, Glaubenssätze, Denkmuster, Denkabläufe. Ja, und zunächst einmal ist es wichtig, auch für sich eine gewisse Reflexionsfähigkeit zu zeigen. Einmal zu überprüfen, welche Stressauslöser gibt es in meinem Leben? Welche Situationen sind für mich besonders belastend? Was kann ich mit eigenen Händen, mit eigenen Maßnahmen tun? Welche Ressourcen habe ich, um diese stressbelastenden Situationen zu begegnen? Das D, finde ich, im Ford-Modell ist auch das Schwierigste überhaupt. Weil auch so eigene Glaubenssätze, ritualisierte Denkweisen, Perfektionsstreben, übertriebenes Maß an Perfektionsstreben, 150%ig sein können, 5 nicht gerade sein lassen können, fehlende Fehlerfreundlichkeit. Das sind so Eigenschaften, die einen enorm unter Druck setzen, Druck ausüben und somit auch Stress ausüben. Ja, was kann ich für mich tun? Ich muss Gedanken zum Beispiel abstellen. Ich muss gar nichts, ich entscheide mich freiwillig für die Situation, denn jeder hat eine Entscheidungsmöglichkeit und auch jeder hat eine Wahlmöglichkeit. Oder die Aussage, immer sind alle gemein zu mir. Ist das so? Sind alle gemein? Oder gibt es nicht vielleicht doch jemanden im Team, mit dem ich ganz gut kann, der mir doch wohlgesonnen ist? Pauschalisierung. Das sind so Themenbereiche, im D, Kognition, Reflexion, Gedankenmuster, die man einmal für sich überprüfen sollte und auch reflektieren sollte. Ja, das Ford-Modell mit seinen 4 Buchstaben kann eine gute Basis bilden, um gesundheitspräventiv wirksam sein zu können, um seine Stresssituation, sein Stresslevel deutlich nach unten zu reduzieren. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen auch problemorientiert sind. Immer die Dinge sehen und betrachten, die nicht gut sind oder die man nicht hat. Und man denkt immer darüber nach, was man alles haben möchte und haben könnte. Und man betrachtet nie das, was man eigentlich schon geschaffen hat, was man erledigt hat oder welche positiven Dinge man im Leben schon erreicht hat. Und hier gibt es eine Möglichkeit mit getrockneten Bohnen, ich nenne sie Glücksbohnen, also bitte nicht gekocht, sondern getrocknete Bohnen, 8 Stück einmal in die linke Hosentasche stecken. Und immer dann, wenn am Tag etwas Wunderbares stattgefunden hat, nehmen Sie bewusst eine Bohne aus der linken Hosentasche und stecken sich diese Bohne in die rechte Hosentasche. Am Ende des Tages reflektieren Sie einmal für sich und überprüfen, wie viele Bohnen haben es geschafft, von der linken Hosentasche in die rechten Hosentasche zu geraten. Und hier einmal für sich dann auch ein Resümee ziehen. Wie viele positive Eigenschaften hat es an diesem Tag für mich eigentlich gegeben? Wegzukommen vom problemorientierten Denken, stressförderndem problemorientierten Denken, hin zu
vielleicht auch mal lösungsorientiertes Denken zu gucken. Denn Sie haben ja gelernt, gerade bei Stressformen und Stressarten, nämlich in meinem dritten Video, dass es auf die Bewertungssituation drauf ankommt. Je nachdem, wie Sie eine Situation bewerten, ist es für Sie Eustress, indem ich die Situation als herausfordernd erlebe, machbar erlebe, ne? Oder ob ich die Situation als hilflos erlebe, Machtlosigkeit erlebe. Mit meinem Repertoire, mit meinen Ressourcen ist die Situation nicht zu, nicht zu lösen. Und das macht natürlich einen ganz anderen Stress, nämlich den sogenannten Distress. Ja, ich hoffe, meine vier Tipps konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Und versuchen Sie doch mal, die Situation mit dem Bohnen umzusetzen. Ich bin gespannt, welche Kommentare Sie hierzu niederschreiben. Ja, ich gucke mir das gerne an und freue mich auf ein Feedback von Ihnen. Ja, falls Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie meinen Kanal abonnieren. Ich werde natürlich noch weitere Videos drehen, nicht nur unbedingt zum Thema Stress. In meinem nächsten Video möchte ich Ihnen gerne etwas zur Verfügung stellen, wie Sie einmal gezielt das R im Ford-Modell bedienen können, nämlich Ruhe. Und ich werde Ihnen eine hypnotische Einheit, eine Selbsthypnose zur Verfügung stellen, damit Sie einmal am Tag Ihren Körper und Ihren Geist runterfahren können, um in eine Entspannungssituation zu kommen. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Bohnen. Ne, Kanal abonnieren, lassen Sie mir einen Daumen hoch. Da ich freue mich über ein Feedback. Bis dahin, alles Gute. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater.